Herzlich willkommen zum Meinl VIP Talk aus der Stechert VIP Lounge nach dem 2:1 Heimsieg gegen den FC Erzgebirge Aue mit unserem Kapitän Wolfgang Hesel. Erstmal schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Verdienter Applaus, wie schwer war das heute? Ja, sehr schwer, das hat man ja gesehen. Aber das war, wir haben das so erwartet. Ich glaube, ein leichtes Spiel, das hat auch schon die Liga gezeigt, schon das ganze Jahr, dass es eben ein leichtes Spiel nicht gibt. Wollte ich gerade fragen, das ist wieder so typisch zweite Liga, oder? Man denkt, da kommt der Tabellenzwölfte, man hat ein Heimspiel, da müssen eigentlich 3 Punkte fast sicher sein, aber das ist in der Liga, darf man so nicht denken. Ja, ich glaube, das ist so, wenn man unsere Spiele betrachtet, aber auch wenn man die anderen Spiele betrachtet, wenn man den Spieler gestern gesehen hat, da wird das Spiel in der 97. entschieden. Das ja, muss man immer alles geben, damit man das Spiel auf seine Seite zieht. Ich habe mir in der 26. Minute den Pfosten-Kopfball, ich glaube von Nico Gieselmann war es, aufgeschrieben, weil ich mir dachte, das könnte so der Knackpunkt im Spiel sein. Bis dahin habt ihr euch ein bisschen schwer getan, also vor das Tor zu kommen, oder? Ja, wir haben halt ein bisschen zu abwärts gespielt, haben zu lange den Ball gehalten, anstatt den Ball und Gegner laufen zu lassen, und dann kann es auch euch sehr gut verteidigen. Dann haut Daniel Brusinski so ein schönes Ding oben links in den Winkel, macht er das oft im Training auch? Naja, den linken nimmt er nicht so gern, deswegen den rechten außen löst, und heute hat es endlich mal geklappt. Im Training hat es noch nicht ganz so oft funktioniert. Weil du im Tor stehst? Ja, weil er auch meistens das Tor da nicht getroffen hat, aber es reicht, wenn er es im Spiel trifft. Alles klar. Okay, dann hat Ilya Azimi das 2:1, da das ganze Stadion, glaube ich, ist kurz das Herz stehen geblieben. Der umspielt den Torwart und dann noch an der parallel zur Außenlinie, bis er den Ball dann doch endlich ins Tor bekommt. Wie erlebst du das von hinten? Ja, ich habe den Ball nicht gesehen. Ich habe ihn erst dann gesehen, als dann auch das Netz etwas gewackelt hat. War natürlich auch froh, dass der reingeht, aber wenn der Ilya seinen Körper reinstellt, dann ist es natürlich auch schwerer, ihn vom Ball zu trennen. Die Ergebnisse vom Freitag, ihr seid auf den dritten Platz zurückgerutscht, auf den Relegationsplatz. Seid ihr da mit einer anderen Anspannung heute in das Spiel gegangen? War da was zu spüren, bei dir persönlich auch? Oder war das wie immer Vollgas raus und dann? Nö, das war eigentlich ähnlich schon wie letzte Woche. Dass wir, halt, wir wussten, dass wir die 3 Punkte holen müssen, um da auf Paderborn wiederum Druck auszuüben. Und jetzt haben wir dann nächste Woche ein schönes Spiel in Paderborn. Ein schönes Spiel in Paderborn, das stimmt. Viele sprechen vom Aufstiegsendspiel. Ist es das wirklich? Nee, Endspiel noch nicht, weil egal wie es ausgeht, danach immer noch Punkte zu vergeben sind und genügend Punkte zu vergeben sind, dass der ein oder andere dann, oder je nachdem, wer dann auch noch am anderen vorbeiziehen kann. Deswegen ist es noch kein Endspiel, aber natürlich können wir da einen wichtigen Schritt machen. Dafür euch viel Glück, dir natürlich persönlich auch noch, auch für die restlichen Spiele noch. Und Wolfgang Hesel nimmt sich natürlich noch ein paar Minuten Zeit, schreibt Autogramme. Wer möchte, gerne bei uns hier vorne vorbeikommen. Ansonsten einen schönen Samstag und wir sehen uns zum nächsten Heimspiel hoffentlich. Das ist am Freitag, 25. April, gegen die Münchner Löwen. Schönes Wochenende.